Mit neuen Waffen, hallo, zurück zu Let's Play Battlefield Bad Company 2. Heute mal wieder Valparaiso auf Rush, also Rush als Mod. Ihr seht, ich habe eine neue Waffe, das F2000. XM8 habe ich auch. F2000 ist die Waffe, mit der ich momentan mich versuche. Und da mal vielleicht ein Goldstar zu bekommen. So. Wir werden mal gucken, dass wir heute ein halbwegs gutes Gameplay hinbekommen. Oder auch mal ein paar Punkte mehr machen als sonst. So, jetzt werden wir hier mal gucken, wo die Feinde denn sind. Und wir sind tot. Welches Team? Und wir wurden mit genau der gleichen Waffe mit der F2000 umgelegt. Unser Ping ist auch wieder fast 200. Was die ganze Sache nicht erleichtert. Da sitzt einer im Gebäude, da kann ich mich mal hinzugesellen. Legen wir dem hier mal direkt eine Munitionskiste ab. Ja, und haben wir direkt 20 Punkte. Gucken, was hier unten passiert. Uiuiui. Werfen wir mal eine Handgranate da über den Berg. Gucken, ob der Gegner hier vielleicht... Hier braucht jemand Munition. Wir spielen hier gerade irgendwie so Vorratslager. Moment, hier ist doch... Wow, jetzt ist der Mörserschlag hier schön reingeknallt. Oh, da unten sind schon die Gegner. Deswegen werden wir jetzt uns hier mal ein bisschen verpissen. Was ist denn hier los? Vielleicht mal ein Abschuss und da werden wir von da ganz hinten wieder vom gleichen... seiner F2000 umgelegt. 0 zu 82 Punkte. Schlecht. Es leckt gerade aber wieder ordentlich. So, dann joinen wir wieder hier bei unserem Freund. Aber diesmal mit der Sniper, mit der Scharfschützenwaffe. Um vielleicht mal einen aus der Ferne auszuschalten. Gehen wir mal hier hoch. Gucken mal, was da unten im hier so abgeht. So, ich schieße jetzt mal schön da hinten hin, wo die kommen. Boah, und da mal den ersten. Und wir haben noch einen Kill. Und wir haben noch einen Kill. Und wir haben noch einen Kill. Uiuiuiui, das hat sich ja gerade mal richtig gelohnt. Sehr schön. Moment, wie viele Punkte kassieren wir denn hier? 350 Punkte und wir sind sofort oben in der Rangliste dabei und haben sogar eine positive Karte. Jetzt knallen uns hier auch ein Mörserschlag rein. Das ist natürlich gar nicht gut. Alter, kommt. Ich habe denen ja auch einen Mörserschlag reingeknallt, von daher. Wollen sie sich jetzt an mir rächen? Jetzt muss man... Das ist die Frage, ob ich hier noch... Das ist ein Baumstumpf. Und wir haben einen Headshot bekommen von Sniper. Ja, der sitzt zwei Base weiter zurück und trifft uns trotzdem. Das ist doch schon sehr merkwürdig dann. Spiel mal ein bisschen was als Pionier. Ja, als Pionier ist immer lustig. Wow, die Granate hat sich gerade schon... So, gucken wir mal, was hier passiert. Da ist einer. Boah, leck das. Wenn wir Glück haben, haben wir den getroffen. Jawohl. Ein Kill mit der Panzerfaust. Anders kann man hier nichts treffen. Oh, wir werden als Rocket Noob bezeichnet, weil... Da ist irgendwo was. Und wir ziehen uns mal eben ein bisschen zurück, um hier nicht direkt einen auf die Fresse zu bekommen. Der war schon tot. Da hinten ist noch wer. Den Hammer. Sehr gut. Und den haben wir auch. So,
So, jetzt sind wir fast tot, noch leben wir. Ah, Mann, schade. 7 zu 4 KD, das ist ja mal gut. Ping ist 200, leckt also wie Sau. Aber die KD stimmt. Jetzt joinen wir mal bei dem wieder. Der da die ganze Zeit irgendwie sitzt. Ich weiß gar nicht, was der davor hat. Vielleicht wartet der wirklich nur darauf, dass wir mal... So, nimm meine Munitionskiste. Und die Angreifer haben auch nur noch 11 Tickets. So. Ich bin Fan von so im Busch hocken, so ein bisschen. Kann nicht schaden eigentlich. Moment, wir werfen da mal eine Granate hin. Und wir haben einen Gegner ausgeschaltet. Ist da wer? Ich weiß es nie. Deswegen gucke ich einfach mal. Mal eben nachladen. www.hamburgerhelden.net. Ich habe Werbung gemacht. Was haben wir für eine KD? 8 zu 4. Das hat sich mal richtig gelohnt. Was ist hier los? Ich suche noch was zum Abschießen. Da ist zwar was, aber das treffe ich von hier aus nicht. Und der Feind hat jetzt wirklich nur noch 3 Tickets und darum ist es auch nicht mehr allzu lang. Dann ist diese Runde hier vorbei und... Geh doch mal weg, da dummer Panzer. Ist jetzt da drüber gefahren? Ja. Tatsächlich. Und jetzt sind wir zu weit vorgegangen und dieses Match ist vorbei mit einer 8 zu 5 KD. Positiv, erstmalig. Ja. Jetzt werden wir noch ein bisschen was machen. 8 zu 5, tatsächlich. Features, was haben wir gemacht? Ja, Sniper hat sich gelohnt. 8 zu 5, tatsächlich, 750 Punkte. Und jetzt kommt Rush Erntetag. Werden wir jetzt einfach mal ein bisschen weiterspielen. Ich nehme jetzt ein bisschen in Reihe auf, damit ich mal ein paar Parts im Vorrat habe. Wenn es denn dann lädt. War ein guter Raum, aber wenn es ein bisschen geleckt hat, der Mörserschlag, der eine hat mir natürlich die KD beschert, die gute. Ja, wir sind die Angreifer und los geht's. Fahren wir hier mit, wer fährt mit? Ich fahre. Kommt, ich fahre. Niemand? Jemand, der mit will? Jo, und wir fahren hier einfach mal querbeet ein. Wow. Wir gehen, ich muss den Berg da hoch, weil dann kann ich da oben mich hinsetzen und die Sniper abknallen, die da oben sich dann verstecken. Und wir pirschen uns mal ganz außenrum an. Indem wir wirklich hier lang gehen. Das ist wirklich das Äußerste vom Äußersten. Also weiter kann man eigentlich gar nicht. Da oben ist schon der Erste, den werden wir jetzt mal versuchen zu messen. Jetzt renne ich weg. Da man... Eben hier warten, damit wir gleich sofort wieder einsteigen können. Der Panzer da unten kaputt. Schießen wir mal auf den Panzer da, aber das wird, glaube ich, jetzt nicht so viel bringen. Deswegen laufe ich ein bisschen weiter. Hier einmal so ums Eckchen. Ja. Und das reicht auch für den ersten Part und ich sage mal Stopp fürs Erste. Es geht jetzt natürlich im nächsten Part weiter, aber bis zum nächsten Part.